What's up, liebe YouTube-Freunde? Eine weitere Folge Uncharted Drake's Schicksal Remastered. Okay, und wir öffnen jetzt das Buch. Aha. Aha. Schön. Sehr gut. Toll. Mal schauen. Ja, wir müssen darüber. Leute, ihr wisst, wenn euch dieses Projekt, kann schon nicht mehr reden, dieses Projekt gefällt, dann lasst doch mal ein Abo da. Ups. Eine Bewertung, einen Kommentar, was auch immer, was euch gerade so gefällt. Wäre sehr geil von euch. Und wer natürlich noch ganz, ganz, ganz viel Lust hat, kann auch gerne auf Facebook und Twitter mir einen Follower da lassen. Wenn ihr Bock drauf habt. Das ist ein Fassl. Sollen wir das sprengen? Probieren wir es mal. Nee, hat sich nichts da. Aber hätte ja sein können. Hätte ja sein können. So, darüber. Boah, das war aber. Hätte man nicht doch, dass sich das ausgeht. So, dieses Mal ist zumindest auch mein Handy auf lautlos. Stützt euch das vor. Das Einzige, was man natürlich hören wird, ist dann irgendwann der Timer. Muss ich da eigentlich irgendwas da sonst, oder? Oh, okay. Geht das dann wieder auf Zeit? Das hält auf jeden Fall einmal. Und dann wird da drüben auf der anderen Seite das andere schöne Symbol sein. Na! Na! Und da haben wir schon wieder einen Tod. Wie so oft bei mir in diesen tollen Folgen. Ach, wie schön. Ich glaube, dass ich auf der Seite so nicht um mich hin. Also Umweg. Aushalten tut auch nichts, da fällt ein paar Meter runter, ne? Und das ist dann schon. Ne? Ne? Sag's euch. Okay. Und da mit dir rüber. Dann machen wir wieder den absolut gar nicht glaubhaften Sprung. Den wir halt gerade nur da bockern. So, jetzt ist die Frage. Ah, okay. Da haben wir eben auch den Schlüssel. Schauen wir mal, dass wir da rüber kommen. So, bitte nicht runterfallen, wäre sehr schön. Okay, jetzt haben wir den, jetzt müssen wir da natürlich nochmal rüber. Da haben wir ja vorher runtergefallen sind. Hoffen wir, dass wir das schaffen. Aber ich glaube, dass dort das schwerer ist. Wo wir jetzt gerade waren. So. Okay. Dann haben wir beide. Müssen wir da irgendwie rüber? Hey, warum hältst du dich da nicht ein? Man dachte, das ist zum Einhalten. Puh,
stirb so oft. Aber okay. Dann halt auf ein neues. Ich glaube, in Dark Souls war ich schon sauer. Hält er sich jetzt da ein oder hält er sich da nicht ein? So, nochmal. Probieren wir es nochmal. Wir schwingen einmal ein bisschen. Ja, geht doch. Und warum ist das vorher nicht so gegangen? Okay, welche Richtung? Okay, da geht's eh nicht weiter. Und ein Schatz liegt auch nicht hier. Aber da ist was. Juwelenbesetztes Goldkreuz. Schön. So, aber was tun wir denn jetzt da herin? Das schaut anders aus. Ah, sieh mal an. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, Sully. Ich höre. Diese falsche Fährte, mit der du Roman und Navarro loswerden wolltest. Ja? Tja, sie sitzen jetzt genau auf dem Schatzlager. Ja, so ein verdammtes Pech. Gut, wir müssen sie irgendwie weglocken. Mach ich nicht. Einmal weglocken, kommt sofort. Und Sully? Ja? Wenn sie weg sind, komm ins Mausoleum. Aber geh durch die Katakomben, das ist sicherer. Geh klar. Jetzt muss ich nur an den Typen vorbei, ohne dass die mich sehen. Ja, und das wird natürlich wieder zum Scheitern verurteilt sein. Irgendwo vorbei, ohne dass ich gesehen werde. Ah, ah, falsche Tasten. Boah, es läuft halt. Es läuft richtig gut. So, jetzt drücken wir die richtige, genau. X ist der Weg zum Ziel. Sullivan ist entkommen! Ausschwärmen! Sucht ihn! Ah, jetzt sind's draufgekommen. So. Da haben wir einen schönen Scharfschützen quer. Es ist natürlich die Frage, wann wir damit schießen. Dann wird es aber auffallen. Okay, da geht auch einer. Keine Gefangenen. Ey. Kommst du her? Nee, ich weiß nicht. Bewegt euch nicht so viel. Ich kann das nicht mit dem Controller. Ach, Mano. Sag ich doch. Sag ich doch, jetzt brauche ich andere Puffen wieder, weil da schon wieder Munition aus ist. Ach, Leute. Wo bist du? Deinem Scharfschützengewehr da. Na, das ist aber kacke. Voll unfair. So, wir müssen da runter. Wo ist denn der? Dann holen wir sie irgendwie. Ah, das ist ein Schatz, das ist aber gemein. Silberschädel. Ganz zufällig, dass wir den entdeckt haben, weil das war fies, die Position. Okay, den haben wir. Keine Granaten. Oh, ich hätte mir gedacht, wir haben Granaten. Aber dem ist wohl nicht so. Komm her da. Ich hasse das mit dem Controller so viel. Du lebst immer noch? Warum auch nicht?
Aha, ja, du bist doch scheiße. Knapp, aber doch noch. Nehmen wir da das wieder mit. Nein, die wollen wir nicht. Die nehmen wir nicht. Dann schauen wir lieber, dass wir andere Munition noch kriegen. Okay, die haben alle Shotgun. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ich habe ja gern die M4. Ja, wieder Shotgun. Kann nicht sein. So, wie schaut es denn da aus? Liegt da noch irgendwo? Oh. Goldene Inka-Maske. Ja, echt Lacke da mit den Schätzen. Hm? Lass ich da gerade so einer rein. Ich glaube, wenn einer da ist, dann wird kein zweiter mehr da herumliegen. Nehme ich zumindest an. Und wir können einfach mal durchrennen. Okay, na, wir schauen weiter. Wir werden da alles erledigt haben, nehme ich mal an. Vielleicht da heroben noch gar schauen, das könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein. Und da drüben, bevor wir da reingehen und wahrscheinlich eine Szene anfängt. Hey. Hey. Ich wusste, dass du schaffst. Und was jetzt? Ich weiß nicht. Das überlege ich mir noch. Aber hier sind wir auf jeden Fall richtig. Moment okay. Mal. Es hat etwas mit diesen Symbolen zu tun. Genau, an das kann ich mich sogar noch erinnern, glaube ich. Nur weiß ich nicht mehr, was jetzt dort genau zu machen war. Wir haben dann Kelch, die Pfeile, Buch. Jo, die Reihenfolge oder was? Oh Mann, Roman und Navarro haben mir wirklich Chaos angerichtet. Ach so, das lässt sich drehen. Der Kelch steht ja dann eh richtig, oder? Dann haben wir die Pfeile. Wo sind denn die? Da, die stehen nicht richtig. Die kehren nämlich nach oben gedreht. Sicher, dass wir hier richtig sind? Ja, sowieso, Sally. Genau. Dann haben wir das nämlich richtig gedreht. Das Buch und der Anker. Der Anker steht nach unten, das passt. Haben wir das Buch. Steht das richtig? Das dürfte auch passen. Dann die Krone. Hä? Das steht irgendwie alles richtig. Die Schlange. Die steht nicht richtig. Die kehrt so rüber. Und als letztes nur die Muschel, die nach unten zeigt. Ja. Ich glaube, wir sind im Geschäft. Ja. Vorsicht! Was hältst du davon? Ich weiß nicht. Vielleicht eine Sackgasse. Warte. Es sieht aus, als könnte es hier weitergehen. Oh-oh. Oh Mist. Was ist das denn? Sally, los, raus da. Was? Das ist eine Falle! Sullivan, alles okay? Sally! Ja, ja, bestens. Alles noch dran. Unkraut vergeht nicht. Na dann, geh besser in die Bibliothek. Wir müssen irgendwie anders hier rausfinden. Jetzt geht es nur noch nach vorne. Ja. Na toll. Das Schatzlager. Toll, warum drehst du da drauf, Mädel? So, gut, dann schauen wir halt weiter. Kein Problem. Na
Was ist das hier? Ein echt gutes Versteck für den verdammten Schatz ist das. Jo. Gut, wir sind es ja gewohnt, dass das nicht alles so schön läuft. Ne? Irgendwie ein paar Hindernisse muss es immer geben. Aber wir meistern das, wir sind da nicht. Wo sollen wir lang gehen? Jo, keine Ahnung. Das fragt sie mich. Ich tue Schatz suchen. Da ist eins. Warte mal. Okay, wieder was zum Lösen. In der Ecke von Jakes Karte stehen auch römische Zahlen. Das muss etwas bedeuten. 2, 5 und 7. 5 wäre da. 2. Ich bleib hier und halte Ausschau, bitte. Und du kriegst raus, wie wir da rüberkommen. Nein, ich bin gerade das offen, weil ich nicht schwimmen kann. Ich hab das da unten nicht gesehen, dass man da ins Wasser reinfällt. Sag mal. Okay, also wir müssen einmal Richtung 2, 5 und 7 gehen. Ja. Das werden wir schauen, dass wir das auch hinkriegen. Ohne, dass wir zu oft sterben. Wobei, das kann ich natürlich nicht versprechen, liebe Freunde. Eins braucht man ja nicht. Also, gehen wir weiter. Richtung 5. Und dann Richtung 2. Ich bleib hier und halte Ausschau. Was ist denn das da eigentlich? Du kriegst raus, wie wir da rüberkommen. Ja, das war mir natürlich klar, dass du wieder nur da Ausschau hältst. So, immer noch Richtung 5. Da wird angezeigt, dass man. Hä? Okay. Hey. Kann er sich da festhalten? Nein. Gut. Achso, das ist ja gar nicht. Das ist ja 6. Da ist 5. Dann rauf mit uns. Das ist 4, das andere war übrigens auch 4 und nicht 6. Wir schauen da weiter. Das muss für irgendwas gut sein. 2. 2 brauchen wir auf jeden Fall. Tut sich was! Nate, warst du das? Hier unten bewegt sich plötzlich etwas. Okay, sehr gut. Dann werden wir da wieder zurückgehen. Und da jetzt rauf. Genau. Da wollen wir nicht hin, aber da. So. Au! Na, na ja. Ein bisschen die Augen aufmachen, wenn ich das. Dumm wie Stroh. So, aber jetzt, Schwing dein Ding. Ja. Gut. Sally, hörst du mich? Verdammt, nichts. Da drüben ist ein Schatz, Leute. Geile Stille. Die gefreut mich ja richtig. Okay, da rauf. Alter. Achso, da geht er gar nicht rauf. Gut.
Ich habe gerade keine Ahnung. Ich möchte eigentlich ganz gern da oben. Nur traue ich mich nicht springen. Schauen wir mal. Okay, das ist ja schon zweit. Schade. Schade, ich hätte den Schatz gern gehabt. Hm? Ja, ja, das. Danke. Das wissen wir schon. Wo gehen sie denn da eigentlich hin? Kann er sich an die Dinger da festhalten, ist die Frage. Okay, jetzt sind. So. Dann warten wir halt länger. Was unbedingt sein muss. So, ich weiß nicht, ob ich sie an die Ketten festhalten kann. Jetzt geht er auf, vorher ist er nicht aufgegangen. Ja, schon wieder ein Stück, der mich nervt. Ja, hau an mit deinem Tipp da, weil. Eh schon wissen. So, da werde ich jetzt 100.000 Mal krepieren. Ja! Alter! Alter! Jetzt reicht's mir dann eh schon wieder. Leute! So, Rage-Modus activated. Es ist schon wieder einfach schnell, 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 weil eh schon keinen Bock mehr. Naja. Konzentration. Ich hoffe, wir kommen irgendwie zu dem Schatz dahinter dann. Da möchte ich nämlich wirklich gern hin. So, wie soll sich das vom Timing her aus, gell? Das geht sich doch nicht. Das kann nicht richtig sein. Also da kann ich nicht drauf. Das geht sich nicht aus. Wir müssen auf jeden Fall wegen der Nummer 5 da hin. Das ist einmal der richtige Weg. Ja. Irgendwo ist das der richtige Weg. Nur weiß ich nicht, wie es dann da weitergeht. Ich konnte es probieren mit der Ketten oder ob ich da umkomme, aber. Ich habe nicht sehr viel Hoffnung, oder da vielleicht um mich. Ist natürlich auch klar, dass er gleich aufspringt. Ich hätte mich ganz gern umgekantelt. Ja Leute, ich glaube, das kriegen wir in der Folge nicht mehr zusammen, weil jetzt bin ich ja schon gefühlte 100 Mal grabiert. So hätte ich das vorher auch gern gehabt, dass er einfach da nicht gleich auf. Darüber schafft das doch nicht, oder? Ah komm, jetzt sind wir schon so oft gestorben, jetzt ist das auch schon wurscht. Schafft er nicht. Aber auf die Art und Weise wäre ich irgendwie zum Schatz gekommen, oder?
Jo, der Timer läutet. Probieren wir nochmal. Einmal noch. Die Ketten, ich würde sie ganz gern probieren, aber egal. So. Und Sprung. Ja, genau, jetzt. Warum vorher nicht schon so? Warum ist er vorher rauf? So. Jetzt kommt man natürlich. Na egal. Schauen wir da rauf. Da ist wieder 2, 1. Ja, ja, wir wissen es schon. Aber wo ist denn 5 jetzt? Hier kommen wir. Da ist dann 5. Okay, Leute, aber da beenden wir jetzt diese Folge. Wir machen erst in der nächsten Folge weiter. Somit einen schönen Tag noch. Tschüss.